Servus Leute, zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt vor dem Labyrinth angelangt, haben den Schlüssel und jetzt, Vanus, was geht jetzt ab? Unsere Truppen haben sich versammelt und sind abmarschbereit. Wir müssen den Ebenenstrudel finden und die Ebenenverschmelzung ein für alle Mal beenden. Ja, ich habe den Schlüssel Gute dazu. Gute Arbeit. Dann haben wir noch eine Chance. Wir haben eine kleine Streitmacht ausgesandt, um für Ablenkung zu sorgen. Sie werden wahrscheinlich nicht überleben. Aber sie sollten den Feind beschäftigt halten, während wir den Rest unserer Truppen heranführen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wir möchten, dass ihr dort hineingeht und das Labyrinth öffnet, ehe wir die gesamte Streitmacht hineinschicken und ihre wahre Größe enthüllen. Hanin und Gabrielle können euch die Schlachtpläne für die Eingreiftrupps der Krieger- und der Magiergilde erläutern, die hinter euch nachrücken werden. Okay. Gabrielle, erzähl du mal. Die Magiergilde steht bereit, um unseren Teil für dieses Unterfangen zu leisten. Ich wünschte nur, dass ich so viel Selbstvertrauen wie Vanus Galerion hätte. Wir stehen hier ein paar überwältigenden Ungleichheiten gegenüber, wisst ihr? Vanus sagt, ihr würdet mich in den Plan einweihen. Molag Bal setzt Taktiken ein, die jenen ähneln, denen wir uns schon am Abgrund gegenüber sahen. Er hat ein Portal errichtet, um seine Truppen möglichst schnell verlegen zu können. Wenn ihr dort hineingeht, um das Labyrinth zu öffnen, müsst ihr dabei auch dieses Portal schließen. Warum schicken wir nicht einfach eine große Streitmacht? König Dinar besteht darauf, dass der erste Angriff schnell und präzise erfolgt. Er will nicht, dass euch eine ganze Armee in die Quere kommt oder Molag Bal auf gleiche Weise zurückschlägt. Ihr habt euch immer und immer wieder bewiesen. Wir glauben fest daran, dass ihr es schaffen könnt. Ah ja, Gabrielle, du bist mir auch sympathisch. Hanin! Die Kriegergilde ist bereit, euch in das Herz von Molag Bals Versteck zu folgen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Vanus sagt, ihr würdet mich in den Plan einweihen. Natürlich. Wir haben bereits eine kleine Streitmacht ausgeschickt, sozusagen als Ablenkung. Während sie den Feind beschäftigt hält, könnt ihr vorbeischlüpfen und das Labyrinth öffnen. Während ihr einen Weg freimacht, gehen die Soldaten der Kriegergilde hinter euch in Stellung und halten die Front. Ich kann also mit Hilfe rechnen, während ich da drin bin? Ihr werdet euch sputen müssen. Eine große Streitmacht würde nur Aufmerksamkeit auf euch ziehen und euch verlangsamen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen unserer Soldaten aussuchen, der mit euch gehen soll. Doch mehr Begleiter wären eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich wünsche euch viel Glück dorthin. An eurer Seite kämpfen? Das wäre mir eine wahre Ehre. Aber derzeit braucht mich die Kriegergilde. Okay. Auch euch viel Glück. Glück, Glück. Jawohl! Ich will Catwell haben. Ah, wird auch Zeit, dass ihr herkommt, alter Freund. Übungen sind ja gut, aber wenn ich noch lange so weitermache, bin ich nutzlos im eigentlichen Kampf. Ich könnte eure Unterstützung brauchen, sobald der Ansturm beginnt. Eine Obliegenheit? Wie wunderbar! Ich werde an eurer Seite in die finstersten Tiefen übelster Verkommenheit schreiten, unsere Waffen hoch erhoben und strahlend im Feuer ewiger Rechtschaffenheit. Ihr ehrt mich an diesem Tag, mein Freund. Nur allzu gerne nehme ich diese Mission an. Jawohl, begleite mich. Mein Schwert gehört euch, treuer Weggefährte. Gemeinsam werden wir das schöne Reich Kalthafen schützen. Und vielleicht mag es uns sogar gelingen, jenes hässliche Rattenloch zu retten, das ihr eure Heimat nennt. Triumph! Dein Name ist Catwell. Allein der Gedanke daran, was für düstere Absichten dieser Nekromant... Habt ihr schon einen Gefährten als Begleitung ausgewählt? Ja, ich bin bereit. Nun gut, kommt mit mir und ich erläutere euch die genauen Details eurer Mission. Na gut. Unsere Kräfte haben sich vereint. Und es ist an der Zeit, dass wir schnell und hart zuschlagen. Die Zeit läuft gegen uns, deshalb müssen wir jeden Augenblick nutzen. Die Truppen sind bereits drinnen, kämpfen und verteidigen ihre Position. Dadurch lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich, sodass ihr euch darum kümmern könnt, dass Molag Bal keine Verstärkung herbeirufen kann. Beim Erstschlag wird Catwell euch unterstützen. Juhu! Lasst euch nicht von seinen schrägen Scherzen täuschen. Denn sein Herz ist voller Mut und Ehre. Schließt das Verstärkungsportal. Das hat oberste Priorität. Gabrielle und ihre Streitkräfte werden dann zu euch stoßen, um das Labyrinth zu stürmen. Wenn das Labyrinth geöffnet ist, müsst ihr euch in Molag Bals Allerheiligstes durchschlagen und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Das ist euer Endziel.
Wenn wir die Ebenenverschmelzung aufhalten wollen, müssen wir den Ebenenstrudel zum Erliegen bringen und seinen zerstörerischen Sturm beenden. Nehmt euren tapferen Begleiter und marschiert weiter. Schließt das Verstärkungsportal, damit unsere Streitkräfte Krieg führen können gegen den Daedrischen Fürsten. Dann öffnet das Labyrinth und führt uns zum Ebenenstrudel. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Da liegt es gut. Cadwell, komm mit. Noch ein letztes Abenteuer, alter Freund. Einen letzten Sprung ins Feuer. Außer natürlich, wir überleben. Aber wie wahrscheinlich ist das schon? Cadwell, was soll denn das? Was sind das für... Hallo, Estre. Was für ein furchtbarer Ort für einen Kampf. Ich kann kaum erwarten, dass es vorbei ist, ich nach Auridon zurückkehren und all das hinter mir lassen kann. Ihr habt euch entschieden, uns zu helfen? Was? Glaubt ihr etwa, ich würde mein Wort nicht halten? Ich habe euch meine Hilfe versprochen und ihr sollt sie auch bekommen. Bitte beleidigt mich nicht, indem ihr etwas anderes impliziert. Der Schattenhof steht zu euren Diensten. Ruft ihn und er wird euch antworten. Die habe ich im Osten gerettet. Von einem komischen Daedra, der unendliche, qualvolle Spiele spielen wollte. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Natürlich werdet ihr das. Man sagt doch, in der Not fressen die Daedra Fliegen, oder nicht? Ihr wisst, wie man den Schattenhof anruft, wenn man ihn braucht, richtig? Ich finde den Gedanken unerträglich, dass ihr vergessen haben könntet, wie man mein Geschenk einsetzt. Wenn das die eine Fähigkeit ist, die sie meint, die war ganz witzig. Die macht nämlich das da. Die beschwört... Oh, diesmal nicht. Die beschwört einfach Schatten um einen Gegner herum und dann... Ja, dann wird er sozusagen ein bisschen gelähmt. Aber zuletzt hat der Schattenhof die Fähigkeit gehabt, tanzende Schatten zu machen. Die sahen witzig aus. Also tanzende Personen. Oh! Nein, Catwell. Nein! Vielleicht sollte ich warten. Hinter mir kamen auf jeden Fall ein paar Leute, dass die auch hier auftauchen. Zu zweit geht's hier um einiges einfacher. Behaupte ich zumindest. Huch. Mist. Da ist ja ein Gegner. Genau, jetzt tanzen sie um den herum, glaube ich. Ich muss erstmal mich orientieren, wo ich hin muss. Okay, theoretisch. Führt geradeaus nicht zum Ziel. Komisch. Ach, der führt bloß zu diesem... Nein! Da ist schon jemand. Folgen wir ihm. Der hat sich die Schlange dazu geholt. Ja, auch eine Möglichkeit. Aber Cadwell ist doch viel cooler. Und ein Zombie? Ach, der Zombie, den hat sie von einem anderen als Begleiter. Anstatt diese Schattenlähmung kann da halt ein anderer einen Zombie beschwören. Ein schöner Ausblick, auf jeden Fall. Aber das hilft uns nicht weiter. Ich glaube, wir können entweder links oder rechts rum. Folgen wir einfach mal dir wieder. Nimm Zauberer. Was soll da schon schief gehen? Unsere kombinierten Kräfte werden das schon schaukeln. Oh, dann nehmt ihr einen Schleichweg. Ups, das war die falsche. Danced, meine Schatten, danced.
von Hatsch Uxit das Blut dieser Betrüger vergießen. Warum muss Catwell die auch anlocken? Auch den werden Schatten lähmen. Wir nähern uns dem üblen Portal der Missetaten. Ich spüre es in meinen Knochen. Sehr schön, das läuft doch. Der kann aus Leichen also Zombies erschaffen mit seiner Fähigkeit. So. Und ich kann die lähmen. Oder ablenken. Ansichtssache. Na, warum machst du keinen Schuss? Ich hack da voll auf die Taste drauf rum. Aber er schießt dann. Wen haben wir denn? Wächterin des Todes. Ah, eine weitere wundervolle Kreatur ist dem bösen Zauber Molan. Die Vampire helfen mir. Die Vampire, denen ich auch geholfen habe. Schließ das Verstärkungsportal. Ganz schön heiß hier drin. Wieder ein Sieg. Mir geht langsam der Platz auf meiner Schwertscheide aus. Wo soll ich denn dann meine bezwungenen Gegner festhalten? Ritze dir doch in den Unterarm. Oder nimm ein zweites Schwert. Öffne das Labyrinth. Okay, Vanos. Als ich gespürt habe, dass ihr Molag Bals Portal versiegelt habt, dachte ich, es sei jetzt. Da wir im Moment keine riesigen Hordenverstärkung befürchten müssen, schicken wir jetzt den Hauptangriffstrupp. Während der Molag Bals Diener in Schach hält, müsst ihr durch das Labyrinth navigieren und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Ihr wollt, dass ich das Labyrinth alleine betrete? Natürlich nicht. Selbst ich wäre nicht so töricht, Molag Bals Allerheiligstes allein zu betreten. Gabrielle und ihre Magier werden euch hineinbegleiten. Woran erkenne ich den Ebenenstrudel, wenn ich ihn finde? Oh, ihr werdet den Ursprung der Zerstörung unserer Welt schon erkennen, wenn ihr ihn seht. Findet nur einen Weg durch das Labyrinth und versucht euer Leben nicht an die tödlichen Fallen und die schrecklichen Monster zu verlieren. Nun geht und viel Glück. Danke. Verliert nicht die Hoffnung, mein Freund. Nein, Catwell. Wir verlassen uns auf euch. Warum, Catwell? Das ist cool. Erst verbündet man sich mit den ganzen Leuten und dann... Dieser Raum ist so groß. Ich hätte nie gedacht, dass der Fürst gerne liest. Aber all diese Bücher, stellt euch vor, welche Fülle an Wissen sie enthalten. Ich könnte Jahre hier drin verbringen. Das heißt, wenn wir uns nicht um dringendere Angelegenheiten kümmern müssten. Was geht hier drin vor sich? Wir kommen nicht aus diesem Raum heraus. Die Tür auf der anderen Seite bewegt sich kein Stück. Und wir konnten ihren Mechanismus bisher nicht durchschauen. Wie kann ich helfen? Wir sollten wohl den Raum durchsuchen. Wer weiß... Ihr könntet zwischen all den finsteren Folianten und alten Fabeln über lüsternde Argonia etwas Nützliches finden. Aber so einen Mechanismus habe ich noch nie zuvor gesehen. Er ist durchaus faszinierend. Okay. Hallo, mein Freund. Wer bist du? Ich erkenne diese Geräte wieder. Ich habe sie erforscht. Sogar Berichte über sie geschrieben. Habe aber nie eins in Natura gesehen. Sie sind wunderbar anzusehen. Nur ein Gott könnte ein Artefakt solcher Brillanz fertigen. Heißt das, ihr wisst, wie man das Tor öffnet? Ich habe da so eine Ahnung. Es hängt mit den großen Metallrohren an den Wänden zusammen. Meinen Recherchen zufolge erinnern sie an eine dädrische Maschine, die eine Energiequelle braucht, um ihren Dienst zu tun. Doch wie ihr deutlich sehen könnt, fließt derzeit keine Energie durch sie. Wir müssen also eine Energiequelle finden. Eine berechtigte Annahme. Seht ihr die kleinen Öffnungen in der Nähe jeder der Röhren? Wenn wir herausfinden, wie man diese eisigen Flammen zu ihnen bewegen kann, sollte das die nötige Energie liefern, um die Tür zu öffnen. Okay.
Geht doch. Das kriegen wir hin, würde ich mal behaupten. Dort hinten ist so eins. Also erst aufladen. Und dann geht nicht. Ein Bücherhaufen. Dätrische Flamme. Okay. Da hinten ist noch eins. Wir müssen einfach nur die Energie aufnehmen und dann in die Richtung deuten, wie es scheint. Okay. Oh, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal hier drin war. Da musste man von da auf diesen anderen Säule draufspringen. Dann musste man etwas links in den Tod springen und während des Sprungs das dorthin aktivieren. Das haben sie anscheinend seitdem gefixt. Das war gut, weil da waren 20 Spieler bestimmt in den Raum und einer nach dem anderen ist immer in den Tod gesprungen. Weil auch viele nicht gecheckt haben, wie es genau funktioniert. Auch ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht und bin meine Ausrüstung war komplett ready, komplett kaputt. Ich denke, dass Sol keine Angst vor der Dunkelheit hätte. Ihr würdet euch irren. Gut. Der Alchemist. Haben wir auch gerettet. Zur. Bestienstatue. Die werden nicht als Gegner gesehen. Cool. Ich bin die Dunkelheit. Theoretisch hätte ich da durchgekonnt. Aber man soll sich anscheinend hier rumschleichen. Das ist bloß die Frage, ob ich hier wirklich komplett rumschleichen kann. Ah, ah, ah. Ja! Geil. Macht schon, wir sind fast da. Okay, Magier. Überquert die Brücke. Das hört sich nach einer einfachen Aufgabe an. Sieht schön aus. Stylisch. Viel mit Blitzen, fliegende Steine, alles so. Hier. Okay, die Magier sind da. Statuenraum. Findet einen Weg durch den Statuenraum. Es sieht so aus, dass wir ab hier nur noch vorwärts weiter können. Ich hoffe, die anderen sind wohl auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und wir werden den Ebenenstrudel sofort finden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Bleibt dicht an mir dran. Da drin lauert wahrscheinlich etwas, das uns töten will. Ach, ist denn so? Statuenraum. Gefällt mir nicht, dass sie einfach so vorausläuft. Es muss doch einen Weg hier herausgeben. Wartet, hier schwant Übles. Verstehe.
Okay. Dann mal weiter. Das ist tricky. Man könnte natürlich gegen die kämpfen, aber ich find's so witziger. Haben Sie mich entdeckt? Ich sehe nicht mal deren Leben. Gut. Gabriel will nicht. Ah, jetzt will sie. Gut, wir hätten auch direkt hier rumgehen können, glaube ich. Ich muss diese Tür öffnen. Haltet sie zurück, während ich mich darum kümmere. Tatsächlich, da kommen neue. Kommen noch mehr. Die Tür ist endlich offen. Lasst uns gehen. Yes. Gut gemacht. Sprecht mit Vanus. Vanus. Ich wusste, dass ich die hier finde. Ah, interessant. Catwell. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend. Catwell, eure Beherrschung der Portalkunst sucht ihresgleichen. Okay, Vanus, was ist hier? An Catwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu, aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Er... Moment mal, was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Die Türen haben sich hinter uns geschlossen, nur Gabriel und ich haben es soweit geschafft. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Catwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Was ist geschehen? Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Bringen wir das zu Ende. Das Portal, das zum ebenen Strudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten. Ich werde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht. Ja, ich bin sicher. Finde das Ebenenstrudelportal. Direkt vor uns wird's sein. Oh, wir laufen jetzt theoretisch zu... Ah, wir sind jetzt hier irgendwie da... Ja, das sind die Kammern. Jetzt mal hier. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hier sind wieder so komische Statuen, aber nicht die kleinen. Ah! Ich habe entschieden, dass ihr doch meine Hilfe gebrauchen könntet. Und Sickness lässt mich. Die Waldelfen und die. Sehr schön. Mein einziges Problem ist, ich bin schon fast tot. Ich bin tot. Mist. Ich könnte jetzt... Nein, ich muss hier bleiben. Ich habe entschieden, dass ihr doch meine Hilfe gebrauchen könntet. Und Signet lässt sich. Die Lamien. Und meine Waldelfenfreunde. Was ist mit Catwell und dem Magier? Nächste Runde. Warum kann ich denn da ausmalen? Bitte.
Besiegt die Wächter des Portals. Ganz ehrlich, Catwell und hätte ich schon erwartet, dass sie kommen. Okay. Ich sehe nicht. Oh, ich will ihn nicht mehr sehen. Unterstützung? Keine? Den Wächter des Portals. Also gibt's leider bloß den. Oder glücklicherweise. Also, sprecht mit der Stadtbewohnerin. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Gut gemacht, mein Kind. Okay. Was machst du hier? Ich hätte gedacht, du bist in der Stadt. Ihr wart besser, als ich dachte. Selbst im Angesicht unausweichlicher Gefahr und der schlimmsten Schrecken, die das Reich des Vergessens zu bieten hat. Ich bin beeindruckt. Bist du ein Dämon? Was macht ihr hier? Ich bin wie ihr hergekommen, um diese Sache zu Ende zu bringen. Dank der Bemühungen eurer Armee habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, ohne Molag Bals Blick auf euch zu ziehen. Ich nutze eine ähnliche Ablenkung, um unbehelligt durch dieses widerwärtige Reich zu reisen. Ihr seid mehr als eine einfache Stadtbewahrerin. Stadtwahrerin, oder? Macht euch weiter eure Gedanken. Irgendwann werdet ihr das Rätsel lösen. Es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr eure Welt retten wollt. Ihr müsst ins Auge des Sturms, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Der Ebenenstrudel kann nur aus seinem Inneren unschädlich gemacht werden. Was muss ich tun? Ihr müsst in den Ebenenstrudel, jenen Raum zwischen Ort und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Vernichtet die dunklen Anker darin. Entfesselt die Macht des Lichts von Meridia am Brennpunkt der Ebenenverschmelzung und macht den Strudel unschädlich. Das klingt wie ein Weg ohne Wiederkehr. Das Leben eines einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wenn ihr Erfolg habt, wird das Gleißen des entfesselten Lichts den Strudel verzehren und die Ebenenverschmelzung aufheben. Nirn wird gerettet sein. Na gut. Dann auf ins einladende Portal. Kriege ich Unterstützung? Keine? Schade. Ulti ist auch nicht aufgeladen. Nein. Das wird hässlich. Kämpfen wir jetzt gegen Molag Bal selbst? Nee. Sie hat gemeint, wir sind immer noch nicht aufgefallen. Also theoretisch. Ah, die Stadtwache. Den ersten dunklen Anker. Molag Bals dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich saugt. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Meine Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Meridia! Sie ist auch eine Gottheit. Die Gottheit des Lichts. Der dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Kommt, wir haben einige... Ihr scheint überrascht zu sein, Sterblicher. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Warum habt ihr so getan, als ob ihr die Stadtwahrerin wärt? Ich habe nicht so getan, Sterblicher. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Warum braucht die große Meridia meine Hilfe? Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen.
Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Na gut, mir ist es egal. Ihr Sterblichen schätzt das Leben nur so sehr, weil es endet. Lasst euch das von einem Gott sagen. Ihr werdet nie erfahren, wie glücklich ihr euch schätzen könnt. Eure Verbündeten sind eingetroffen. Sprecht mit ihnen, bevor wir fortfahren. Verbündete sind gut. Wo? Ah, ja, sehr schön. So viele gleich. Das ist noch eine schlagkräftige Armee. Wo sind wir eigentlich? Catwalk, wie geht es dir? Ich wollte einen ebenen Strudel schon immer mal aus der Nähe sehen. Ist das nicht ein spektakulärer Himmel? Wartet, was machen wir hier nochmal? Wir sind hier, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Natürlich, unsere epische Obliegenheit, das muss mir entfallen sein. Ich war schon auf so vielen Abenteuern, wisst ihr. Nach einer Weile verschwimmen sie alle miteinander. Genau wie diese zwei Welten es tun. Oh, entschuldigt, mein Bester. Das wäre schlimm, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, das wusste ich. Es wäre ja schrecklich, wenn eure trostlose Welt sich mit den atemberaubenden Landschaften Kalthafens vermengen würde. Als ob man Brot in Honig tunken würde. Furchtbar, widerlich. Trotzdem glaube ich, dass das meine beste Obliegenheit aller Zeiten sein könnte. Wenn all das hier vorbei ist, werde ich euch mal Brot und Honig probieren lassen. Nun, das wäre doch einfach zum Brechen, oder? Wisst ihr, woher Honig kommt? Das ist hochgewirkter Blütennektar. Oh, nun gut, ich nehme eure Herausforderung an. Nur lasst uns losziehen und diese Sache zu Ende bringen, damit ich von eurem bitteren Gift kosten kann. Macht ihr euch denn gar keine Sorgen? Besorgt? Worüber? Wir sind Helden, mein treuer Weggefährte. Richtige Einstellung. Helden gewinnen immer. Ja, das stimmt. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und jetzt lasst uns losziehen und diese Ebenenverschmelzung aufhalten. Eigentlich will ich... Ah, wobei, Darren... Die meisten träumen von lüsternden Argoniern oder leckeren Gerichten, aber nicht der alte Darien. Nein, ich träume vom ebenen Strudel und den blendenden Lichtern Meridias. Wie ist das möglich? Und warum stelle ich weiterhin Fragen, die niemand beantworten kann? Erzählt mir mehr über euren Traum. Warum Worte verschwenden, wenn ich es euch einfach zeigen kann? Seht euch um. Ich träume schon von diesem Ort, seit ich ein kleiner Junge gewesen bin. Ihn nun mit eigenen Augen und bei wachem Verstand vor mir zu sehen, ist schon etwas verstörend. Warum konnte es nicht dieser andere Traum sein, den ich immer wieder habe? Wie endet dieser Traum? Mit einem gleißenden Licht, das heller ist als alles, was ich je gesehen habe. Dann bin ich in einem Raum, in dem alles hell erleuchtet ist. Als ob die Welt selbst aus Licht bestehen würde. Ich bin allein. Und dann wache ich auf. Er ist immer gleich. Habt ihr eine Ahnung, was das zu bedeuten hat? Hoffentlich damit, dass ich bald in einem hellen Raum aufwache. Mit einem so schlimmen Kater, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich getrieben habe. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich, oder? Nicht so. Oh, Gabriel möchte ich jetzt... Wen haben wir noch? Meine Hübsche. Wenn ich gewusst hätte, dass das passieren würde, hätten es meine Leute vielleicht aufhalten können. Walenwald ist immerhin ein Teil von Nirn. Aber das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Seid ihr sicher, dass ihr bereit für all das hier seid? Ich habe mein Leben damit verbracht, mich in einem dunklen Wald zu verstecken. Ich habe noch nie den Himmel über Walenwald gesehen oder Regen auf meiner Haut gespürt. Molag Bal hat uns angelogen und das werde ich ihm nie vergeben. Ich bin stolz darauf, dieser Sache anzugehören. Gut. Ja, dann Meridia. Sprecht mit euren Freunden, denn es könnten ihre letzten Momente sein. Nein. Aber verweilt nicht so lang. Die Zeit rennt. Was müssen wir tun? Der Herr der Gewalt nutzt dunkle Anker, um diesen Strudel zu binden. Wir müssen alle drei zerstören, bevor die Macht von Meridias Licht entfesselt wird. Andernfalls könnte eine Reaktion darauf Nirn genauso zerstören, wie es die Ebenenverschmelzung tun würde. Was geschieht, sobald wir den letzten Anker vernichtet haben? Meridias Licht muss im Kern des Strudels entfesselt werden. Wir werden diesen Punkt finden müssen. Na gut, dann los geht's. Erneut erinnere ich euch daran, dass dies eure letzte Gelegenheit sein wird. Ja, ich bin bereit. Und so beginnt es. Vernichtet die restlichen Anker. Ich werde damit beginnen, den Brennpunkt des Ebenenstrudels zu suchen. Die Ketten verbinden beide Ebenen miteinander. Okay. Wir können das Licht nicht verwenden, bevor ich diese Ketten Ich habe den König und Darren sind. Dabei. Macht schnell. Dann wollen wir doch mal sehen, welche... Ich habe mehr dabei.
Mir folgen einige. Cool. Das wäre jetzt auch mal angebracht, so eine epische Schlacht. Und schon beginnt die epische Schlacht. Wir schlachten uns durch... Ach, Gabriel, du bist eine gute Heilerin. Dann weiter geht's. Die können uns doch nicht aufhalten. Okay, vielleicht sollte ich mich regenerieren. Vielleicht können sie es ja doch. 5 Stück sind dann schlecht. Aber ich verstecke mich immer erst am Angriff, damit der Fokus auf andere gelenkt wird. Hier ist ein dunkler Anker. So. Und jetzt der Tanz des Todes. Das läuft doch. Meridia, genau. Mach mal hier Schluss mit dem Anker. Wir müssen uns beeilen. Molag Bal weiß, dass wir hier sind. Oh. Ich habe eure Spielchen satt, Meridia. Geht, Krieger des Lichts. Diese dunklen Ketten müssen zerstört werden. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Meridia. Dieses Reich wird mein. Hohoho. Die Götter betteln sich. Na gut. Angriff! Good job, Leute. Good job. Weiter geht's. Zum Anker. Betteln die sich immer noch? Nein. Zum nächsten Anker. Interessante Welt. So, ich erwarte neue Gegner. Und? Nein, zu früh. So, und jetzt wieder den Todestanz. Heiler! Hey, Schätzchen, was machst du da unten? So, regenerieren. Und Meridia darf das gleich hier wieder übernehmen. Aber erst müssen wir die Gegner bekämpfen. Schön die Aggro von anderen übernehmen lassen. Und dann mit ins Getümmel. Gute Erfahrungspunkte. Uns läuft die Zeit davon. Ich werde mich um diese Anker kümmern. Ihr müsst weitermachen. Platziert das Licht und bringt den Strudel zum Erliegen. Ich bleibe bei ihr, mein Freund. Gabriel und ich haben viel miteinander erlebt. Ich werde sie nicht allein lassen. Nein! Heute stirbt niemand mehr. Das ist ein Befehl. Kommt, lasst uns das Licht in die richtige Position bringen. Verflucht. Ich hätte gerne alle wieder dabei. Das war gut. Das hat mir gefallen. Aber anscheinend müssen wir hier nur noch das Licht von Meridia platzieren. Dem Rat von Molag Bal. Das Licht kommt näher. Es erhält die Schatten. Es versucht, die Dunkelheit zu durchbrechen. Aber die Dunkelheit ist stark. Unser Vater, unser Gott. Er ist die Dunkelheit.
verschlingen. Er wird es zerreißen. Er wird es zerstören. Er wird euch zerstören. Unser Vater hat gesprochen. Er wünscht, dass wir gegen euch antreten. Nur was? Gegen euch. Was ist hier los? Ihr glaubt also, dieses Nein! Licht könnte meine Ebenenverschmelzung beenden? Eure Fürstin denkt, ich würde das zulassen? Sie ist noch törichter, als ich dachte. Ich lebe, um zu dienen. Es wird mir eine Freude sein, diesen zu töten. Na gut, wenn es bloß einer nach dem anderen ist. Dann ist es ja ein Kinderspiel. Oh, wie traurig. Ihr wurdet in einen Krieg hineingezogen, den ihr nie gewinnen könntet. Mein Rat wird euch töten. Nicht, wenn er alleine kommt. So, und der letzte. Ha, gegen deinen Rat brauche ich ja nichts. Oh, das ist lästig. Blöde Eisbarriere. Die absorbiert irgendwie Projektile. Sehr merkwürdig. Dieses Licht gibt euch anscheinend Kraft. Meridia, wo versteckt ihr euch? Überlebt Molaf. Ich hole nur diejenigen, die sich euch widersetzen würden. Oh, was? Ah. Dieses Spiel beginnt mich zu langweilen. Jetzt werdet ihr sterben. Schnell, kommt hinter meinen Schild. Dachtet ihr, das würde so einfach? Meine Untergebenen werden euch zerreißen. Möglich? Gabriel, richtet all eure Energie darauf. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich tue mein Bestes. Okay. Wir kümmern euch um den Kristall, wir kümmern uns um unsere neuen Gäste. Genau. Und bleibt schön hinterm Schild. Darien, hier weg. Genau, hinterm Schild bleiben. Das sind ja widerliche Bastarde. Es geht weiter. Mehr hat Molakal nicht zu bieten. Wow. Das könnte durchaus unsere letzte Schlacht sein. Sie sollen sich daran erinnern. Und sie soll siegreich sein, die letzte Schlacht. Ihr müsst euch beeilen. Mein Schild hält nicht mehr lange durch. Gabriel, beeil dich. Wir kümmern uns um den Was? Müll hier, der angespült wird. Ich kann es spüren, Vanus. Wir können es schlagen. Wir können... Daniel, hinter euch! Hab keine Angst, schöne Gabriel. Ich habe das unter Kontrolle. Ihr müsst euch beeilen. Wir können sie nicht viel länger zurückhalten. Ja, bei mir gehen auch langsam die Ressourcen aus. Das Licht ist bereit. Schnell, setzt es frei. Ja. Wie? Nein, das könnt ihr nicht tun. Ich werde nicht verpassen. Ich kann nicht, solange ich im Kampf bin, irgendwas hier machen. Jetzt. Der ist doch da. Ja, dieses Licht. Ah, dieses Licht. Wunderbar. Was hat das bewirkt? Wo sind wir? Ist das das Jenseits? Der Ebenenstrudel wurde zerstört. Molakbals Ebenenverschmelzung ist vorbei. Bin ich tot? Ihr seid sterblich. Ihr begannt bereits mit eurer Geburt zu sterben. Aber ihr seid nicht ganz tot. Noch nicht. Euer Lied hat erst begonnen und viele Strophen liegen noch vor euch. Wo bin ich? Der Strudel wurde zerstört. Ich habe diesen Ort erschaffen, auf das er vertraut und beruhigend auf euch wirkt. Es ist ein kleiner Teil des Reichs des Vergessens, der unter meinem Schutz steht. Hier wird euch kein Leid geschehen. Was ist mit den anderen geschehen?
Jene, die präsent waren, als ihr das Licht zerschlagen habt, standen unter meinem Schutz. Sie haben sich im Raum unter uns versammelt, um sich zu verabschieden. Diejenigen, die nicht in der finalen Schlacht waren? Das weiß ich nicht. Sie verabschieden sich voneinander? Der Aeliden-König hat schreckliche Wunden erlitten. Er ist dem Tode nahe, aber noch ist er nicht dahingeschieden. Was meint ihr damit, dass eure Pläne für mich erst begonnen haben? Habt ihr nicht gesehen, wie einzigartig ihr seid? Wie ungewöhnlich? Ihr seid in die Ebene eines dethrischen Fürsten eingedrungen, habt eine Armee aufgestellt, die stark genug war, es mit seinen Legionen aufzunehmen. Und ihr habt eure sterbliche Welt gerettet. Ihr seid etwas Wertvolles, Sterblicher. Ihr werdet uns von großem Nutzen sein. Was wollt ihr von mir? Vorerst benötigen wir nichts. Aber die dunklen Fürsten sind auf euch aufmerksam geworden und sie haben Pläne. Bereitet euch vor und seid bereit, wenn das Reich des Vergessens nach euch ruft. Okay. Oje, einen hat's erwischt. Wie es scheint, ist meine Zeit endlich gekommen. Ich habe viel länger gelebt als die meisten in meinem Volk. Endlich werde ich wieder bei ihnen sein können. Was ist geschehen? Wie habt ihr solch schwere Verletzungen erlitten? Meridias Schild schützte die anderen. Darien und ich waren vor dem Schild und kümmerten uns um Molagbals verdammte Portale. Ich sah, wie das Licht euren Körper erfüllte. Ihr wart ein Leuchtfeuer. Und das Letzte, was ich jemals sehen werde. Ihr könnt mich nicht sehen? Dunkelheit erfüllt meine Augen. Als das Licht um mich herum hervorbrach, stieß mich jemand dichter an Meridias Schild. Es war zu spät, um mich zu retten. Aber es brachte mich hierher. Mein Schicksal ist unerheblich. Der Gedanke daran, dass Nirn sicher ist, erfüllt mein Herz mit Freude. Wir haben die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Dann werde ich Ruhe finden in dem Wissen, dass meine letzten Tage, die letzten Tage des Aleiden-Volks, darauf verwendet wurden, Nirn dem Griff Molagbars zu entreißen. Und ich... Schont eure Kräfte, König Dinar. Ich möchte, dass ihr dies hier nehmt. Ein Geschenk meines Volkes an den Helden von Nirn, um euch zu ehren und all jene, die an meiner Seite in dieser großen Schlacht fielen. Danke. Vielen Dank. Mögen die Geister mich auf meinem Weg führen. Ihr habt Nirn gerettet. Gabriele, wo ist Darien? Wie viele haben wir heute verloren? Ich kann nicht einmal zählen. Ich fürchte mich vor der Heimkehr, zu sehen, wer überlebt hat und wer nicht. Es ist einfach alles so überwältigend. Geht es euch gut, Gabriele? Wie könnt ihr mich das fragen, nach allem, was wir durchgemacht haben? Darien, der König. So viele wurden verletzt. So viele sind tot. Was ist mit Darien geschehen? Ich weiß es nicht. Er war nicht hier, als wir ankamen. Ich habe ihn nicht gesehen. Als das Licht hervorbrach, tauchten Vanos, Dinar und ich hier auf. Sonst niemand, nur wir. Ich glaube, Darien ist tot. Niemals, das kann nicht sein. Vielleicht versteckt er sich bloß. Die leere Stadt. Die Stunde ist gekommen, Entseelter. Die endgültige Konfrontation mit dem Gott der Intrigen steht bevor. Die fünf Gefährten versammeln sich an der Zuflucht. Trefft uns dort. Okay. Jetzt hat die Stunde des Finales angeschlagen. Wir haben Nirn gerettet. Doch Molagbal ist immer noch da draußen.
Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Einem dädrischen Gott. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.